Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lieber Herr, bitte segne dein Wort, das du uns für den heutigen Ostermontag gibst, und lass uns einfach ganz neu gestärkt und erfrischt werden dadurch. Amen. Liebe Gemeinde, heute habe ich euch einen Plan mitgebracht. Naja, es ist wahrscheinlich nicht schwer zu erkennen, was das ist. Selbst wenn man es von hinten vielleicht nicht ganz genau sehen kann, aber was für einen Plan kann ich schon haben, außerdem von der neuen Kita, die inzwischen ja dasteht. Vor 18 Monaten, da gab es nur solche Pläne. In ein paar Wochen sind hoffentlich auch die Restarbeiten noch erledigt. Und für mich ist immer wieder faszinierend, dieser Prozess von einer Idee ausgehend, von so einem Plan ausgehend, dann hier das tatsächliche Gebäude dasteht. Ich glaube, meine Kollegin macht Spaß. Machst du mal das Mikro? Vielleicht besser? So, jetzt. Okay. Zuerst nur ein Gedanke, nur eine Idee. Und dann steht da ein Gebäude. Ich habe so ein paar Mal gedacht, wer Pläne lesen kann, der ist im Vorteil. Denn der kann sich schon, auch wenn noch gar nichts äußerlich zu sehen ist, kann der sich schon vorstellen, wie das einmal sein wird. Und er kann darauf hinlegen, darauf hinarbeiten. Im heutigen Predigtext geht es auch um einen Plan. Nicht von einem Gebäude, sondern was viel Größeres, Weitreichenderes. Es ist der Plan Gottes. Und über diesem Plan Gottes steht Tod dem Tod. Er ist schon ziemlich lange veröffentlicht. Manche Leute denken schon, er wird wahrscheinlich nie realisiert. Aber wer diesen Plan lesen kann und wer ihn ernst nimmt, der wird eine Gänsehaut kriegen. So umwerfend, so unglaublich, so überwältigend ist er. Und ich möchte mit euch heute diesen Plan ein bisschen anschauen. Ich lese aus Jesaja 25, die Verse 8 und 9. Da heißt es, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Und der Herr hat es gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns hilft. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ja, das ist der Plan Gottes. Tod dem Tod. Und Achtung, das ist der Plan Gottes mit uns. Wisst ihr, wir feiern heute die Auferstehung Jesu und keine Frage, das ist natürlich ein ganz entscheidender Teil in diesem Plan. Damit ist er sozusagen in die Realisierungsphase eingetreten. Damit ist das Vorhaben unumkehrbar geworden. Und es ist völlig klar, es wird wirklich und wahrhaftig umgesetzt werden. Aber bitte beachtet, dieser Plan endet nicht mit der Auferstehung Jesu. Bei weitem nicht. Gott hat nicht nur Jesus aus dem Grab geholt. Dieser Plan schließt auch uns mit ein. Und hey, guckt euch doch mal an. Die Uhr tickt doch auch für jeden von uns. Unerbittlich um Minute, Minute um Minute. Und gerade deshalb ist Gottes Plan so aufregend. Hey, wir sollen nicht den Tod im Grab enden. Mit uns hat Gott was Besseres vor. Auch was Besseres, als wir uns oft in unseren Fantasien zurechtbasteln, von Wiedergeburt in einem anderen Leben leben oder mit ewigen Jagdgründen oder sowas. Gottes Plan geht viel weiter. Gottes Plan ist viel radikaler.
Gott ist darauf aus, dass der Tod erledigt wird. Umfassend und endgültig. Und zwar auch für uns, die wir todsicher auf unsere Sterbestunde zugehen. Gottes Plan sagt, er, Gott selbst, wird den Tod verschlingen auf ewig. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist ja unglaublich, dann denkt ihr nicht verkehrt. Wisst ihr, wenn man das hört, dann fällt es einem schwer, sich da einfach drüber zu freuen. Das übersteigt ja unser Denkvermögen. Und genau deshalb war ja schon bei der Auferstehung Jesu nicht Freude die große Reaktion am Anfang. Im Gegenteil, die Freude, die kam ganz langsam erst hoch. Am Anfang war das blanke Entsetzen. Hey, was passiert denn da? Das kann doch gar nicht sein. Und der Glaube, die Freude, dass Jesus lebt, die kam eigentlich erst, als Jesus Menschen begegnet ist. Und so war es auch beim Apostel Paulus dann. Wisst ihr, als er zum ersten Mal gehört hat, dass Jesus auferstanden ist, da hat ihn das in eine totale Wut versetzt. Er hielt es für Volksverdummung und er hat alle Kraft reingesetzt, diesen Irrglauben, wie er meinte, auszurotten. Und dann ist ihm der auferstandene Jesus erschienen. Und es war so überwältigend, dass Jesus zum Zentrum seines Lebens geworden ist. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, so schreibt er es dann, und hat das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Die Auferstehung Jesu wurde für ihn zur Garantie, dass Gott seinen Plan, Tod den Tod, umsetzen wird. Umfassend, auch mit uns. Ich weiß, wahrscheinlich sitzt der eine oder andere von euch jetzt da und denkt, naja, das mag ja schon sein, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber wir müssen doch sterben. Und vielleicht denkt ihr, das weißt du, siehst mit wem doch am allerbesten, du bist doch hier am häufigsten auf dem Friedhof. Wo ist dann der Tod die Macht genommen? Ihr Lieben, seht, auch das hat der Apostel Paulus aufgegriffen. Gewiss, sagt er, so wie Jesus gestorben ist, werden wir auch sterben. Aber genau das ist nicht Tod, aus und vorbei. Seine Auferstehung Jesu ist gewiss. Wie sie in Adam, so sagt Paulus, wörtlich alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Und weiter, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Kraft. Jesus selber sagt es ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das ist der Kern der frohen Botschaft an Ostern. Wer zu Jesus gehört, er kann und wird nicht tot sein. Ja, er wird aus dieser Welt gehen müssen. Durch das Tor des Sterbens hindurch. Das ist so. Aber das ist nur ein Durchgang. Denn dieses irdische Leben ist längst nicht das ganze Leben. Da kommt noch was. Da kommt das Leben in Gottes Welt. Wie hat Jesus zu dem sterbenden Verbrecher am Kreuz gesagt? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie der Apostel Paulus, das, nachdem Jesus ihm begegnet war, in so einer ganz klaren Schärfe gesehen hat. Und er hat als einer der wenigen diese Auferstehung Jesu als Teil des großen Planes Gottes begriffen. Tod dem Tod. Er hat sich ganz bewusst auf diese Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja bezogen. Die schildert ja schon den Plan Gottes. Und so können wir sehen, für uns kommt alles auf unsere Haltung zu diesem Jesus an. Wer zu ihm gehört, der gehört ewig zu ihm.
Und wir dürfen es hören, diese großartige Einladung: Hey, du darfst da auch dazugehören. Wisst ihr, ohne ihn sind wir Todeskandidaten. Aber mit ihm haben wir jetzt schon das Leben. Wie das mal aussehen wird in dieser Welt Gottes. Ich weiß, da reicht unser Vorstellungsvermögen nicht so richtig aus. Jesus hat uns nicht beschrieben, wie das nach der Auferstehung sein wird. Er hat uns aber ermutigt und eingeladen, einfach diesem Gott zu vertrauen. Und ich habe das Beispiel schon ein paar Mal erzählt, aber ich finde es einfach so treffend, dass ich es heute auch erzählen möchte. Es war in einem Krankenhaus ein Mensch, der gemerkt hat, dass er nun bald sterben muss. Er hat sich an einen Arzt gewandt, von dem er wusste, der ist wirklich Christ. Und er hat gesagt: Herr Doktor, wie wird denn das sein nach dem Sterben? Was wartet auf mich nach dem Tod? Der Arzt sagt: Ich weiß nicht. Und der Mann ist ganz enttäuscht. Sie sind doch Christ, Sie sind doch gläubig. Wie kann es sein, dass Sie das nicht wissen? Der Arzt ist gegangen. Am nächsten Tag ist er wiedergekommen. Er hat das Gespräch vom Vortag nochmal aufgegriffen. Aber ohne viele Worte zu machen, ist er einfach an die Tür des Krankenzimmers gegangen und hat diese Tür aufgemacht. Und als er die Tür aufmacht, da kommt ein Hund rein. Er wedelt freudig mit dem Schwanz, geht zu dem Arzt hin und man merkt, es ist sein Hund. Und dann hat dieser Arzt gesagt: Habt Sie diesen Hund beobachtet? Der war noch nie hier in diesem Krankenhaus. Der war noch nie in diesem Zimmer. Aber er wusste, dass ich sein Herr hier bin. Und darum ist er fröhlich durch die Tür gesprungen, als sie aufging. Und dieser Arzt sagte weiter: Sehen Sie, ich kann Ihnen nicht beschreiben, was nach dem Tod genau kommen wird. Aber es genügt mir zu wissen, dass mein Herr auf der anderen Seite auf mich wartet. Und darum werde ich, wenn sich eines Tages diese Tür öffnet, nicht mit Furcht, sondern mit Freude hinübergehen. Ihr Lieben, darauf kommt es an, das zu wissen: Mein Herr wartet da auf mich. Wer zu Jesus gehört, wer im Glauben an ihn lebt, der kann es sagen. Und ich habe so bei einem Theologen, Helmut Lammkater, einen ganz interessanten Satz gefunden. Er war lange in Württemberg Vorsitzender des Jugendwerks. Der hat mal so ein bisschen provoziert und gesagt: Ich bin gespannt auf meinen Tod. Und haben alle so ein bisschen ungläubig geguckt und dann hat er weiter gesagt: Ich bin gespannt darauf, was der Jesus, der so viel Erstaunliches in meinem Leben hier getan hat, erst recht im Sterben und nach dem Sterben an mir und mit mir tun wird. Seht, genau das heißt es, auf Gottes Plan zu vertrauen. Dieser Plan übersteigt alle unsere menschlichen Möglichkeiten. Tod dem Tod. Aber mit der Auferstehung Jesu ist er in Kraft gesetzt. Die Verwirklichung ist nicht mehr aufzuhalten. Wo wir diesem Jesus gehören, sind wir dabei. Und das wünsche ich euch und wünsche ich mir selber auch, dass die Freude darüber uns immer mehr erfasst. Dass wir jetzt schon immer wieder auf diesen Plan schauen und sehen: Ja, Gott, der zieht das durch. Der wird nicht aufhören, bis alles umgesetzt ist. Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.